Herzlich willkommen. Ich möchte heute meine Praxis vorstellen. Ich bin die Susanne Kober und ich bin Kraniosakraltherapeutin hier in eigener Praxis. Zuerst war ich Physiotherapeutin, so ging meine Geschichte los. Mit den Physiopatienten wollte ich immer mehr erreichen, als ich manchmal erreicht habe. Und dann habe ich immer mehr nach anderen Alternativen gesucht und habe letztendlich immer mehr auch diese Ganzheitlichkeit gesucht und gefunden in der biodynamischen Kraniosakraltherapie. Und jetzt macht es mich sehr glücklich, mit den Patienten auf diese Art und Weise zu arbeiten. Veränderungen, was ist der nächste Schritt? Was können wir als nächsten Schritt machen? Es ist ein Wir und nicht ich weiß es besser, sondern wir suchen gemeinsam nach der Veränderung. Und das Schöne ist, die Kranioarbeit, die geht wirklich auf allen drei Ebenen, Körper, Geist und Seele. Es sind wunderschöne Dinge, die da passieren können und es macht jedes Mal Spaß. Ich weiß nie, was passiert. Es macht unglaublich Spaß, miteinander auf diese Forschungsreise zu gehen. Ja, weil das alles so viel Spaß macht, mache ich auch noch gerne was anderes und habe auch noch die prä- und perinatale Arbeit mit dazu genommen. Das sind so diese frühen Prägungen, die manchmal auch eine recht große Rolle spielen. Und da kommt so das Wissen aus dieser prä- und perinatalen Arbeit mir zugute, dass man da wirklich an so Glaubenssätzen arbeiten kann, dass man seine Geschichte wie neu schreiben. Die Arbeit kann man wunderbar mit der Kranio kombinieren, aber es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze als einen Workshop zu machen. Das mache ich mit zwei Kolleginnen zusammen. Der Workshop ist dann auf 2 Tage verteilt mit 4 Teilnehmern. Mein Behandlungsrucksack sozusagen ist das Safe and Sound Protokoll. Das ist eine Musiktherapie von Stephen Porges oder abgekürzt SSP. Ursprünglich war das für Autisten und ich habe es auch mit Autisten kennengelernt. Und mittlerweile weiß man, dass das SSP-Programm das Nervensystem sehr unterstützt, weil alle Zustände, die so hyperaktiv sind, wo man das Gefühl hat, ich bin gestresst, ich bin fast im Burnout, kann man mit dieser passiven Methode einfach mit Musik hören über die Kopfhörer. Also das SSP-Programm ist ein 6-stündiges Musikprogramm, was man individuell dann mit mir bespricht. Entweder kann man es zu Hause hören oder mit mir zusammen in Kombination mit der Kranio, was ich sehr schön finde, weil ich da in der Zeit das Nervensystem quasi wie mit unterstützen kann. Dann arbeite ich noch sehr gerne mit ätherischen Ölen. Die ätherischen Öle sind von Young Living und da gibt es eine ganz schöne Technik, das ist die Raindrop-Technik. Das sind 9 verschiedene Öle, die nacheinander in den Körper eingearbeitet werden, erst an den Füßen begonnen und nachher über den Rücken. Und so gibt es alles miteinander eigentlich ein ganz rundes Paket bei mir. Ich kann mit jedem Patient individuell besprechen, was es gerade braucht, was gerade sein Anliegen ist. Meine Patienten sind tatsächlich eigentlich von 0 bis 86 aktuell. Ich begleite sehr gerne Schwangere. Ich behandle sehr gerne Babys, die ein bisschen Schwierigkeiten hatten, auf die Welt zu kommen oder anzukommen. Ich arbeite sehr gerne mit Sportlern, mit Musikern, mit Schreibtischtätern, es gibt eigentlich niemanden, mit dem ich nicht gerne arbeite, weil Kranio oder dieses ganze Behandlungsspektrum ist wirklich für alle, die sich was Gutes tun möchten, die ihre Gesundheit unterstützen möchten. Und ja, letztendlich braucht es gar keine Diagnose unbedingt. Kranio ist immer gut, also tu dir was Gutes. Ich freue mich über jeden, der kommt. Jeder ist herzlich willkommen.